Hallo ihr Lieben, tja, das ist der Silvester-Look. Den werde ich jetzt gleich mit euch schminken, vor der Kamera. Ich finde, es sieht mega aus. Und ich fühle mich jetzt auch nicht zu alt, auch wenn ich über 50 bin. Ich finde das sensationell. Man muss sich ja nicht irgendwie in Sack und Asche hüllen. Wir können auch noch glitzern und glänzen und funkeln. Nicht nur unser Herz, auch unsere Augen. Ja, ich habe von NYX ein tolles Produkt entdeckt. Ich habe das bei einer anderen YouTuberin gesehen und fand das sensationell. Das sind solche Pigmente. Das ist die Farbe 06, so Silberpigmente. Gibt es da, wo es NYX gibt, also bei Douglas oder in NYX-Geschäften oder im Internet wahrscheinlich, und ein spezieller Primer dazu. Die beiden Produkte kosten übrigens 15 Euro. Ja, dann viel Spaß beim Zuschauen. So, dann beginne ich jetzt mal mit dem Look. So, und die Haare sind jetzt aus dem Gesicht. Ich nehme die Chanel Vital Mir Aqua, eine helle, leichte Foundation 20 Beige. Die legt sich wie so eine zweite Haut auf das Gesicht und ist für mich eine der besten Foundation überhaupt, also wenn flüssig, aus dem High-End-Bereich. Zum Auftragen benutze ich den kleinen Face Shaper von Zoeva 110. Die ist beim Auftragen schon so, die ist wirklich, die ist toll. Wer sie kennt, weiß, was ich meine. Die ist so leicht kühlend. Die erfrischend. Sehr erfrischend. Sie deckt auch leichte, also mittlere Deckkraft haben wir hier. Jetzt keine starke Deckkraft, das ist eine mittlere Deckkraft. Diese rötlichen Stellen, die ich hier so habe, die muss ich mir extra abdecken. So, ich nehme diesen Airbrush Concealer hier zum Abdecken von Clinique. Es geht ganz gut mit dem Filzstift. Das ist der Age Perfect von, ich nehme jetzt mal meinen Concealer-Pinsel, mal sehen, wie sich das machen lässt. Ist auch nicht schlecht. Ich nehme jetzt immer den Finger. Mit dem Finger hat man natürlich mehr Gefühl irgendwie. Brow Styler von Art Deco. Das ist auch so eine angeschrägte Spitze. Und da kann man sich nämlich das ganz gut hier ein bisschen auffüllen. Das ein bisschen breiter machen. Und mit der Spitze gehe ich dann in die Längen. So. Das gleiche mit der anderen. Die ist noch ein bisschen besser. Man kann sich auch diese Pigmente auf die Lippen geben, wie ihr seht. Kann man machen. Ich möchte sie auch nicht hier oben, also ich möchte sie auf dem gesamten beweglichen Lid ausprobieren. Mit euch zusammen. Jetzt nehme ich mal, nehme diesen Primer hier und gebe den Klebeprimer. Klebt schon ein bisschen. Oh ja. Das bis hier oben auf. Zählt sofort. Klebt sofort. Gut. Ich träufel die jetzt mal hier so drauf. Wie bei einem Salzstreuer. Und werde mir mit einem anderen Tuch hier das so ein bisschen abdecken. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das was wird. Ja, ich glaube, nee, das geht mit dem Finger besser. Geht mit dem Finger besser. Mit dem Pinsel, da
Also irgendwie, wartet mal. Ja. Ich gebe das bis hier oben auf. Okay. Nehmen wir den Pinsel für hier. Kommt mal ein bisschen besser. In den Winkel. Okay. Aber es hält, es klebt. Eigentlich ganz einfach. Ich habe mir jetzt mal die Hände gewaschen, damit ich mir nicht überall das Glitter hinmache. Jetzt ein Lidstrich. Also junge Frauen, also jüngere Frauen als ich, die können sich so einen richtig schönen Wing malen oder was noch toller aussieht, wenn man ja falsche Wimpern, ne, sich anklebt. Da bin ich jetzt nicht so der Typ. Ich finde das toll, aber bei mir ist das irgendwie, ich vertrage das nicht so gut. Ich gebe jetzt einfach mal einen schwarzen Lidstrich auf und versuche das nicht so stark, also jetzt den in einem Rutsch, dann verschiebe ich ja die ganzen Glitterpartikel. Ich habe das Gefühl, da sieht man eh nicht so viel. Also, jetzt nehme ich nochmal einen anderen. Der ist ein bisschen stärker hier. Vielleicht trocknen die auch ein. So. Auf die Wasserlinie. Also wenn schon, denn schon, ne? Dann machen wir es mal richtig dunkel. Schwarzer, weicher Kajal. Ich nehme jetzt mal diesen Setting Powder von Bobby und gehe so leicht über die Stellen, die so ein bisschen nachfetten. Ein bisschen Glitzer ist runtergefallen. Aber also sie sind angenehm, wollte ich nur sagen. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie, dass man da so was Schweres. Die sind ganz, ganz federleicht, diese Pigmente. Und ich habe mir den Wing jetzt nicht so rausgezogen. Das können die jungen Frauen machen. Mit falschen Wimpern, glaube ich, sieht es noch besser aus. Na, mal den so. Jetzt. Blush. Was ist das für eine Farbe? Tony. Ganz wenig Produkt. So. Über den Blush. Ich probiere die mal. Das ist eine Highlighter-Palette, die sehr günstig war. Ich glaube, bei Action habe ich die gekauft. Und ich entscheide mich für den da. Schauen wir mal, wie das da ist mit der Pigmentierung. Der ist jetzt ein halbes Jahr alt. Und da passiert gar nichts. Sehr interessant. Nehmen wir mal den Pinsel. Da passiert auch nichts. Oder? Also ich weiß nicht, seht ihr was? Ich nehme mal den da. Ein bisschen. Ein bisschen passiert. Aber nicht so zu meiner Zufriedenheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach ein sauberer Pinsel. Manchmal haaren die ja, ne? Auch die hochwertigen. Ich verblende das jetzt mal ein bisschen. Also viel sehe ich nicht, aber gut. Die Augen.
Vielleicht seht ihr das. Ich guck mal, das ein bisschen kann man sehen. Ja. Fokus ist natürlich auf den Augen. Ich mache mir jetzt keinen roten Mund. Ich nehme jetzt Charlotte Tilbury, den Lip Liner Pillow Talk. Und male mir damit die ganzen Lippen aus. Erstmal die Umrandung. Der ist toll. Wirklich schön. Und einen Gloss. Wo ist er hin? Der Gloss von NYX. Was hat der für einen? Weiß ich nicht. Ich schreibe es auf. Gott. Ja. Gut, ich könnte natürlich jetzt mal auf die Lippen sowas aufgeben, ne? Hm. Sehr schön. Also diese Palette, eigentlich schade, sind schöne Farben, aber irgendwie kommen die nicht so richtig rüber. Gut, dann nehme ich jetzt noch mal. Ich wachs nochmal. Sternenstaub. Oh, toll. Ja. So, meine Lieben, fertig ist der Silvester Disco Kugel Glamour Look. Ich finde, das hat was. Das ist, sowas habe ich noch nie gemacht, also bei mir. Und mir gefällt's. Ich habe mich übrigens genau erkundigt, wie man das wieder abbekommt. Mit einem Augen-Make-up-Entferner für wasserfestes Make-up. In diesem Sinne, ihr Süßen, wünsche ich euch eine ganz tolle, glamouröse, glitzernde, funkelnde, schöne Silvesternacht. Verbunden mit den besten Grüßen und mit den besten Wünschen für die Zukunft, für 2019. Das Allerwichtigste, Gesundheit. Und ja, dass die Menschen, die uns begleiten im Leben, dass die noch lange bei uns sind. Dass wir mit Menschen vielleicht, die wir verloren haben, durch irgendeinen, also verloren ist, die noch da sind, also nicht die gestorben sind, sondern die wir vielleicht aus den Augen verloren haben, dass man sich vielleicht bei denen mal wieder meldet. Und denkt auch an euch, dass ihr auch für euch einiges tut. Ist auch ganz wichtig. Nicht immer, es gibt nämlich sehr viele Frauen, die sich aufopferungsvoll um Angehörige kümmern und sich dabei völlig vergessen. Ladies, ihr Lieben, denkt auch an euch selbst. Denn ihr habt nur euch und ihr müsst auf euch aufpassen. Das macht kein anderer. Wenn ihr dann irgendwann fertig in der Ecke liegt, dann sagen sie vielleicht, mein Gott, hätte es ja nie machen müssen, hat dich keiner darum gebeten. Solche Sprüche hört man dann oft. Aber wir wollen jetzt hier nicht traurig werden. Ich wünsche euch wirklich das Allerbeste. Ich grüße meine Community und bedanke mich nochmals für dieses Jahr 2018, was ich mit euch erleben durfte. Es war sehr schön mit euch. Hat wirklich Spaß gemacht. Es macht mir auch sehr viel Arbeit. Es macht Freude, aber es macht sehr viel Arbeit. Ich weiß nicht, ihr könnt euch das wahrscheinlich nicht vorstellen. Diejenigen, die selber Filme machen, die wissen das. Und deshalb tun eure Kommentare ja auch so gut. Eure Daumen nach oben und diese tollen Kommentare, dass ihr so emsig schreibt. Und das ist unser Lohn, den wir bekommen. Und ich möchte einfach nochmal Danke sagen. Oh Gott, mir geht es immer so, also heute noch nicht, heute ist ja noch nicht Silvester, aber an Silvester bin ich dann immer so ein bisschen, habe ich dann leicht so eine Phase, so eine, wo ich dann so zurückdenke. Und dann, naja, gut, dann heult man auch ein bisschen. Na, wir Frauen sind ja sowieso leicht am Wasser gebaut, ne? Ja, mein Silvester-Look, mein Party-Glamour-Feuerwerks-Look. Also, ich freue mich, wenn wir uns 2019 wiedersehen, in alter Frische oder in neuer Frische.
Nochmals ganz, ganz lieben Dank an euch und alles wird gut.